Noch eine halbe Stunde anstehen, dann haben sie es geschafft. Semira und Manuel Scheuing aus Stuttgart. Die beiden Bergwanderer sind hier hochgekommen, um das Foto zu machen, wie auch hunderte andere an diesem Nachmittag. Schon ein bisschen bekloppt, was hier los ist. Schon, oder? Ja, schon. Wir waren noch nie auf einer Almhütte, wo so viele Menschen sind. Ja. Noch nie. Und ich glaube, 90% sind wirklich nur wegen der Brücke da, wegen der Aussicht da. Die Brücke mit Aussicht. Tausendmal fotografiert, millionenfach geteilt. Entscheidend ist die richtige Pose für die perfekte Illusion. Möglichst schwindelerregend soll das Bild von der Hängebrücke aussehen, die gerade mal 2 Meter hoch über einen Gebirgsbach führt. Unten im Tal früh am Morgen. Wer die Brücke sucht, muss erstmal einen Parkplatz finden. 900 davon gibt es oft schon am Vormittag besetzt. Sohela ist aus der Schweiz angereist. 1,5 Stunden dauert der Aufstieg laut Wandertafel. Sohela wird es in dieser Zeit nicht schaffen. Nach 15 Minuten Aufstieg erstmal Luft holen. Noch ist ihr Wille ungebrochen. Ich habe das gesehen im Internet und habe mir gedacht, ich möchte auch da hoch. Klar habe ich mir das nochmal angeguckt, habe jetzt noch eine leichte Fußverletzung. Der Weg, eine hochalpine Wandertour. 600 Höhenmeter geht es den Berg rauf und wieder runter. Seitdem die Brücke oben so berühmt ist, kommen an Spitzentagen bis zu 1800 Menschen. Die meisten von ihnen seien gut ausgestattet und verhielten sich vorbildlich, berichten die Wirte der Olparer Hütte oben kurz vor dem Ziel. Das sehen manche Wanderer anders. Zum Teil ein bisschen erschreckend, weil auch wie die jungen Leute das hier konsumieren, sag ich einmal. Und auch überhaupt nicht im Sinne von Wandersleuten hier raufgehen. Also nicht passend angezogen, wollen nur ein Bild machen, gehen wieder runter. Ich meine, für die Wirtschaftlichkeit von der Hütte ist es vielleicht schon gut. Aber so, was man sich unter Bergwandern vorstellt, weniger. Bis zur Hütte hat es Suaila noch nicht geschafft. Knapp 3 Stunden ist sie jetzt unterwegs. Auf den Fotos im Internet sah das alles leichter aus, sagt sie. Da gab es einen Punkt, ich habe fast keine Luft mehr gekriegt. Da habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und wenn ich die anderen Leute gefragt habe, und wie weit noch? Oh, ist noch sehr weit. Und da habe ich richtig Panik bekommen. Ne? Die letzten Meter zum Foto. Hallo Brücke! Gleich mehrere Outfits hat Suaila dafür mit auf den Berg gebracht. Zur selben Zeit ein paar Meter weiter unten. Unglückliches Ende der Fototour. Eine junge Frau verletzt sich beim Aufstieg, muss ausgeflogen werden. Es ist der 10. Rettungseinsatz hier in dieser Saison. Oben geht das Shooting weiter. Diese 2 jungen Frauen sind im Kleid hochgewandert. Die High Heels haben sie unten gelassen, sagen sie. Ihr Motiv? Barfuß auf der Brücke. Auch das ist nicht neu. It doesn't matter, das macht nichts. Ich mag meine Fotos, ich mag mein Instagram. Da stelle ich das rein. Wir haben schöne Kleider an. Wir sind glücklich. Die Aussicht von der Brücke aus genießen können sie heute übrigens nicht. Knapp 2 Minuten Zeit pro Shooting. Spätestens dann drängeln die Nächsten.